So, da sind wir wieder bei Twine 2. Jetzt springen wir hier über diese Gummipilze nach da oben, um die große Viola einzusammeln. Juhu. Jetzt fehlt uns wieder nur noch ein Punkt. Und da ist er auch schon. Aua. Schnell wieder zurück. Gucken wir mal. Wir haben einen Punkt. Das reicht für nichts im Augenblick. Ich will nämlich als nächstes Feuerpfeile oder Eispfeile. Ich will Feuerpfeile. Obwohl die Eispfeile, dass sie zwei auf einmal schießen kann. Das wäre doch was. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir da heil rüberkommen. Das Intervall von denen ist ja gemein. So, ihr beide, ihr schweigt mal. Hat so geschafft. Okay, die können wir nicht austricksen. Und hier haben wir wieder die etwas heftigeren Goblins. Und aua. Das lief nicht so gut. Jetzt musst du erstmal sterben. Genau, stirb. Lebensviole und du stirbst auch. Das ist jetzt blöd, jetzt ist Pontius tot. Aber und sie ist auch gleich tot, wenn sie nicht aufpasst. Nein. Die Erfahrungshürde will ich erstmal nicht ran. Ich will erstmal wieder hier hoch. Nein. Aber nicht gerade, wenn das Ding kommt, um mich umzubringen. Ah ja, danke. Schnell zurück zum Safe Point, die beiden wiederbeleben. Danke. So. Die ganze Spruch gerade, dann springen wir schnell drüber, bevor sie wieder spuckt. Hier an dem Ding vorbei, bevor es uns erschlägt. Hier die Barrikade zusammenschlagen. Und uns von den Dingern durch die Gegend schubsen lassen. Aua. Und da ist schon wieder solches Wasser. Da ist was Geheimnis. Okay, hier war nur eine Fiole drin versteckt. Die Kiste können wir gebrauchen. Das ist nämlich jetzt schon wieder so ein nasses Rätsel. Hier so ein Wasserrätsel. So, hier die Kiste schwerer machen und jetzt hier das Blatt. So. Jetzt fließt das da runter und dann da runter. Und dann wächst wieder was. Und wir können uns wieder hier hochziehen. Ah.
Na, der Sprung ist etwas knapp. Dann machen wir ihn so halt so. Da kommt schon wieder so ein Kamerad. Hier oben ist nichts. Gut. Dann müssen wir uns wohl hier runterhauen. Das ist mal ein großer Kobold. Kleine Insekten, kommt her. Ich werde eure Knochen zerschmettern und aus eurem Fleisch Pudding machen. Lasst mich, ich will. Wow. Na, der hat ja einiges auf dem Kasten. Der hat sogar eine Live-Bar diesmal. Wow. Bringt das überhaupt was, auf ihn so zu schießen? Ja. Ah. Ja, genau. Schlag deine Keule da rein. Sie haben den Knochenbrecher erledigt. Aber wie werden sie wohl mit der Hexe fertig? Okay, das war der Knochenbrecher, der Typ. Ziemlich starke Gegner. Aber wir haben ihn besiegt. Und die anderen Goblins haben was von der Hexe. Und ja, ich nenne sie Goblins. Die haben was von der Hexe gesagt. Gut, schauen wir mal, was für eine Hexe das sein soll. Gas! Ich hoffe, wir kommen unbeschadet dadurch. Was ist das für ein Apparat? Das ist ein kleiner Belagerungsturm, würde ich sagen, oder? Ach Gott. Das ist ja sicher euer Ernst. Ja, wir sind der Transformer. Hey, wir sind ein Transformer. Na komm. Da können wir uns entlang schwingen. Und dass wir jetzt Gas fallen. Okay, das war nicht die klügste Variante. Und hier ist schon der Ausgang, oder was? Ja, da kommen wir nicht mehr an die große Fiole ran. Der Twine. Dunkelheit umhüllte den Sumpf, als die Nacht hereinbrach. Da erschien ein vertrautes Licht und erhellte den Weg. Wo denn? Ein riesengroßes Baumhaus. Eher ein Baumschloss. Und der Trine möchte, dass wir reingehen. Ach, der Trine könnte uns besser mal an einen netten Strand bringen. Gehen wir rein. Die Fackeln im Baumhaus flackerten nervös, als die Helden eintraten. Es schien unwahrscheinlich, dass das Haus einer Blume gehörte, nicht einmal einer intelligenten, sprechenden Blume. Aber die Wärme im Haus war eine willkommene Abwechslung nach einem Tag im Morast. Und ja, das war jetzt ganz toll. Wir haben die beiden Erfahrungsfiolen verpatzt, was schade ist. Und jetzt sollen wir in ein unheimliches, grünes, leuchtendes Baumhaus gehen. Beziehungsweise, wir sind schon mittendrin. Offensichtlich ist dies das Heim einer Hexe. Hexen mögen Zauberer nicht besonders. Eine Hexe, sagst du? Und Pontius denkt hier schon wieder was ganz Tolles. Aber ja. Ich würde sagen, bevor wir das Haus der Hexe auf den Kopf stellen, was Pontius wahrscheinlich vorhat, mache ich erstmal wieder einen Cut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.